Nicaragua war Panama im Dschungel gelebt, habe ich mich nur von Papayas, von Mango und Kokosnüssen ernährt. Der Hirn ganze Zeit zwingt dich irgendwie oder will dich dazu zwingen, komm, iss was, sonst stirbst. Wenn du denkst, ich habe nicht gegessen und dann kann ich noch so funktionieren, dass ich dann loslassen kann, so ähnlich wie beim Tomahawk werfen oder so. Das heißt nicht das hier machen, sondern hier und boah. Schau, komm mit! Leute, schaut euch das einmal an. Speck, Feuer, Mate und ich darf nichts. Und mein Gewicht rapide nach unten geht. Das heißt, ich starte mit 88 Kilo. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Wie man sehen kann, ich bin wieder in wunderschöne Natur, wo man positive Energie tanken kann. Und hier starte ich auch meine Challenge. Ja, irgendwie hat das auch mit Survival zu tun und Überleben und so weiter und so fort. Und zwar, jetzt erschreckt es euch nicht, aber was ich vorhab. Und zwar, ich würde gerne fasten. Das heißt, fasten bei mir heißt, dass ich jetzt mehrere Tage, mindestens 7 Tage, aber ich würde gerne 14 Tage schaffen, aber das weiß ich nicht. Komplett ohne Essen, das heißt trinken Tee, Wasser und Gemüsebrühe. Das heißt nicht diese Gemüse, sondern nur das Wasser aus der gekochten Gemüse. Und das mindestens 7 Tage. Warum ich das mache? Aus 2 verschiedenen Gründen. Der wichtigste Grund ist der gesundheitliche, weil ich weiß, wenn man mindestens 4 Tage fastet, dass der Körper sich wie, als würde er sich selber oder als würdest du auf einen Reset-Knopf drücken und der Körper erneut sich, die Zellen und so weiter. Und das ist mir sehr wichtig, weil in letzter Zeit macht mir das Trainieren nicht mehr so viel Spaß, wenn dort was schmerzt, da was drückt und die Gelenke am Finger und so irgendwelche, als hätte ich irgendwelche Entzündungen im Körper und so weiter. Und deshalb habe ich mich entschieden, komplett so einen Reset zu machen. Ja, meine Frau macht das immer einmal im Jahr, aber die hält mehrere Wochen durch. Aber das ist auch von der Person abhängig, ja. Bei mir wird das psychisch ein bisschen eine Belastung, dadurch, dass ich schnelle Stoffwechsel habe und mein Gewicht rapide nach unten geht. Das heißt, ich starte mit 88 Kilo und ich bin neugierig, wie viel ich nach dieser Challenge noch wiege, wie viel Masse ich verliere und so weiter. Das ist etwas, was mich persönlich ein bisschen psychisch sicher belastet, aber ich wiege mich auch die ganze Zeit nicht erst am letzten Tag. Ja? Der zweite Grund ist, warum ich das mache, weil das auch irgendwie so ein Survival Training ist. Ja, ich habe einmal schon 3 Tage oder fast 4 Tage ausgehalten und das sind immer die ersten 3 Tage am schlimmsten, wenn du noch so Resten in den Magen hast und der Körper nimmt halt noch die Energie aus den Resten und so und da spürst du, die ersten 3 Tage sind am schlimmsten, weil du dann einfach wahnsinnige Hunger hast. Ja? Nach diesen 3 Tagen oder 4. Tag, ja, geht das dann schon besser. Der Körper stellt sich darauf ein und dieses Hungergefühl, dieses Signal kommt dann nicht so ins Hirn, dass du jetzt auch ein holzernes Brett essen würdest. Ja, das ist das Gefühl, was ich damals hatte. Jetzt schauen wir mal, wie sich das jetzt auswirkt. Ob das jetzt besser wird, dadurch schon einmal gehalten habe, aber noch nie habe ich so lange ausgehalten. Das, was ich jetzt vorhabe, ist was ganz anderes. Ich will einfach, weil wenn es zu irgendetwas kommen sollte, egal wie gut du bist, ob du so ein Jäger bist oder keine Ahnung was, trotzdem kann es dauern, bis du in der Natur überhaupt was zum Essen bekommst, ja. Und dass viele nicht einmal einen Fisch fangen können, geschweige denn zu zerlegen bzw. ausnehmen und so weiter, davon rede ich gar nicht, ja. Deshalb am wichtigsten ist Wasser und ich schaue einmal, wie ich auch psychisch da bin. Ich gehe trotzdem trainieren, ich gehe trotzdem in die Natur. Mir ist auch sehr wichtig, wie ich nach diesen 3, 4 Tagen, wie sich das auch dann gesundheitlich auswirkt, beziehungsweise von der Kondition her, wie fühle ich mich, schlafe ich dann besser, schlafe ich schlechter, habe ich Kopfschmerzen, habe ich keine und so weiter. Ich habe auch vor, ins kalte Wasser schwimmen zu gehen, was auch ein leichtes Problem sein könnte, weil dein Körper arbeitet dann sicher auf einer Sparflamme und dann ist es sowieso kalt, na, wie ich auch gelesen habe, was mir auch die Frau berichtet hat. Und dann geht es nur ins kalte Wasser schwimmen im Winter. Schauen wir mal, ich lasse mich einfach überraschen. Ich teste gerne meinen Körper. Ja? Und ich war auch schon monatelang auf Rokos, ich war auch vegan und so weiter. Wie ich in Panama und Costa Rica, Nicaragua war, Panama im Dschungel gelebt, habe ich mich nur von Papayas, von Mango und Kokosnüssen ernährt. Mehrere Wochen, ja, und das ist kein Problem, alles kann man aushalten. Aber so komplett ohne Nahrung, mehrere Tage oder ja, vielleicht auch Wochen, ich weiß es nicht, auszuhalten. Schauen wir mal, das ist sehr wichtig, auch die Psyche. Aber warum ich in der Natur bin,
Ich will einfach keine Menschen um mich herum haben oder viele, die dich dann fragen, warum machst du nicht ich was? Und zwar die das einfach nicht verstehen. Das mache ich einfach für mich. Jeder soll das machen, worauf er Lust hat. Das heißt, Leute, wir starten jetzt und ihr seid die ganze Zeit dabei. Ich mache es nicht jeden Tag ein Video, vielleicht jede zweite oder dritte, aber viel Spaß mit dem Video. So, hallo Leute, heute ist der dritte Tag, wo ich faste, wo ich nichts esse, außer Tees, Wasser und so. Und gestern habe ich mich auch nicht gemeldet, weil ich einfach irgendwie zu schwach und ich habe nur Speck vor den Augen gehabt die ganze Zeit, sogar in Facebook, egal was ich aufgemacht habe. Ja, Diana lacht da hinter der Kamera, da habe ich überall Speck, gebackene Speck gesehen. Deshalb war ich nicht gestern bereit, ein Video zu drehen. Heute aber wird es noch anstrengender, weil Diana hat gesagt, sei kein Weichei und geh auch noch zusätzlich baden. Das heißt, wenn du nichts isst, automatisch wird dir auch irgendwie kälter, weil dein Körper läuft auf Sparflamme. Ja? Und jetzt sagst du, ich soll noch auch hier baden gehen. Wir sind in den Bergen, Leute. Dieses Wasser, ich habe hier schon ein paar Mal im Sommer gebadet. Das ist saukalt im Sommer sogar. Wenn du das Fuß reingibst ins Wasser, als würde dir jemand so Messer reinstechen. So kalt ist das Wasser. Und ist noch, man sieht 4 Grad auch noch gerade heute. Und ich soll gerade heute baden gehen, sagt Diana. Jetzt schauen wir mal, ob ich das überhaupt überlebe. Wenn nicht, dann ist die anders. Und normalerweise am besten wäre jetzt hier nackig reingehen. Ich habe aber Badehose. Meine ich nicht wegen der Anna. Aber ich will da keinen Eifersuchtig machen. Oder? Ich bin bereit, aber auch nicht bereit. Ja? Weil ich weiß, wie kalt das im Sommer ist. Oh. 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 Puh. Wow. Na, hier ist jetzt. Aha! Runter mit dir! Boah, ist das kalt. Jawohl! Boah, ist das kalt. Wow, wie Nadel! Ich bin jetzt herausgegangen, ich habe gedacht, ich kann länger bleiben, ich weiß nicht wie lange war ich drin, eine Minute vielleicht? Ja, vielleicht. Und ich habe gedacht, 3 Minuten, weil die Anna bleibt auch 15 Minuten, aber ich bin da noch nicht so, das war mein erstes Mal, meine ich, im Sommer bade ich schon in kaltem Wasser. Auch duschen manchmal zu Hause, ja, aber das da hier ist schon extrem, bei 4 Grad draußen und, wow. Aber trotzdem, wenigstens bin ich hingegangen, sag ja, wenn du nichts isst, seit 3 Tagen, ist es nochmal viel schlimmer, ja, wie sonst. Aber ist egal, keine Ausrede, nächstes Mal halte ich länger aus. So Leute, jetzt noch, solange ich warte, bis die Anna fertig ist, koche ich noch Tee. Trinke ich ein bisschen aufwärmen, weil mir nonstop kalt ist. Und warte ich, bis die Anna kommt. Nur das dauert, weil die Anna bleibt immer länger als der Weiche. Solange ich hier Tee trinke, ist jetzt die Anna dran. Hallo Baby. Nur sie bleibt sicher länger als ich, aber ja, man muss das langsam steigen. Für mich war das zum ersten Mal, sie ist schon öfters auch in der Donau gebadet und so weiter, das heißt im Winter, ja. Aber traumhaft schönes Wetter, Gott sei Dank ist jetzt auch noch die Sonne rausgegangen, sage ja, ich trinke jetzt meinen Tee und das tut gut. Und dann nach Hause gehen und relaxen, ja, weil ich habe noch viele Tage vor mir. Liebe Kampfkunstfreunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin jetzt wieder ein bisschen rausgegangen in die Natur, ja, weil in letzter Zeit brauche ich das einfach. Heute ist der 5. Tag, ja. Gestern war der 4. Tag und die ersten 4 Tage sind, glaube ich, immer das Schlimmste, ja. Jetzt langsam merke ich schon auch mein Körper und der Magen zieht sich wieder zurück und das Hinverlangen nicht so viel. Oder dieses Hungergefühl bekommst du da nicht. Es ist viel einfacher. Ich muss auch sagen, heute ist der 5. Tag und ich habe viel besser geschlafen als die Tage davor. Ja, ich bin schon um 5:30 oder 6 heute aufgestanden und ich war überhaupt nicht müde. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und das war in diesen Tagen davor, bevor ich überhaupt gestartet habe. Ich war nonstop müde. Ich bin in der Früh immer müde aufgewacht. Deshalb habe ich auch mit dieser Challenge gestartet. Heute habe ich auch schon trainiert, ja.
Und ich habe auch noch was vor. Ich zeige euch auch, die Kinder sind da. Die wollten mich auch dies bisschen testen. Die haben extra Speck mitgenommen, um da draußen Feuer anzünden. Und dann werden sie essen. Und haben gesagt, Papa, du, wenn wir das braten vor dir, vor deinen Augen, dann wirst du es sicher essen. Ich habe gesagt, nein, ich halte durch. Ich weiß, Leute, wirklich nicht, wie lange ich durchhalte. Weil ich merke langsam, dass auch ja, die Hosen muss die Hänger schnallen und ja, aber ich will einfach länger durchhalten. Je länger, desto besser, ja. Gestern war auch Besuch bei uns und ich muss euch sagen, ich bin irgendwie nicht aufgelegt für sowas, für Besuche in letzter Zeit, wenn sie dich dann fragen, warum du nicht isst und die verstehen das nicht. Weißt, mit Leuten zu diskutieren, die da überhaupt kein Verständnis haben und jetzt ist mein Hund gekommen, die nicht einmal 2 Stunden ohne Essen aushalten oder halbe Tag und da sind sie schon aggressiv und nervös. Ja, ich war früher auch so, aber jetzt ist das was ganz, ganz anderes und ja, ich bin bereit, sollte ich jetzt da irgendwo in der Natur sein, dann würde ich überleben, auch wenn ich mehrere Tage, jetzt einmal schon 5 Tage würde ich überleben. Ohne Essen, aber ich bin auch jemand, der Essen fangen kann. Das heißt, von dem her, da mache ich mir weniger Sorgen, aber jetzt schaue ich mir diese Speck an. Leute, schaut euch das an, das ist meine Alexa. Und diese Süße da, die ist einfach mit uns mitgegangen. Ha? Egal, wo wir hinkommen, stimmt, Kinder? Ja, sofort ja. Sofort sind Hunde bei uns. Wir haben ihn auch schon gefüttert, da haben die Kinder auch schon vorbereitet fürs Feuer, aber wir müssen auch noch richtig trockenes Holz finden und dann zeige ich euch auch, was man benutzen kann, um Feuer richtig zu starten oder schnell anzuzünden. Bist du bereit, David? Ja. Und vor allem schaut euch das Video ganz an. Heute zeige ich euch auch noch, wir haben eine Waffe gebastelt auf meinem Kanal Padman Family, den könnt ihr auch anschauen. Da habe ich Waffen gebastelt mit den Kindern und hier kann ich das auch nochmal mit euch ausprobieren. Es funktioniert einfach super, weil mir ist sehr wichtig, dass meine Kinder richtige Bezug zu der Natur haben, die kennen Feuer machen, die kennen Fischen, die kennen, ja, die sind auch mit uns um halbe Welt gereist, auch in Panama im Dschungel gelebt und so weiter und so fort. Das heißt, meine Kinder sind bereit und das ist wichtig, dass auch ihr eure Kinder das Nötigste beibringt, ja, das Back to Basic. Wenn man sowas findet, siehst du da, das kannst du auch noch mitnehmen, da. Am besten wäre normalerweise, David, Birkenbaum, ja? Ja, aber hier aber gibt's leider, da kannst du sehen, nirgendwo gibt es Birkenbäume. Schaut, wie ich gesagt habe, kaum weggegangen, ist schon ein zweiter Hund hier. Na komm, na, ist ein Weibchen. Na, ganz brav. Ja, du kriegst auch Speck. Jeder kriegt Speck, heute nur ich nicht. So, David, ist schon bereit. Ja, zeig mal das zum Anzünden und zwar... Leute, das habe ich gemeint. Das ist eigentlich der Staub, was an dem Filter bleibt, in den Trockner. Ja? Wenn du zuerst die Wäsche gewaschen hast, dann gibst du das in den Trockner. Und das ist eigentlich bei dem Filter dann, was übrig bleibt. Und das ist ziemlich gut und leicht zum Anzünden. Ja? Man kann alles benutzen, ne? Weil das ist am allerwichtigsten, gleich am Anfang das Feuer zu entfachen. Wenn da alles nass ist oder so, das wird dann ganz schlimm. Gibt es da auch Möglichkeiten? Aber ja, na probier mal da. Ja, nur schön langsam. Ja, es brennt. Es brennt, ja, sehr gut. So, geschafft, David. Ja. Und Matthew, wir gehen jetzt die Waffe ausprobieren, die du gebastelt hast, okay? Ja. Jetzt zeige ich dir die erste Waffe, die Matthew gebaut hat. Schaut euch das einmal an. Das da hier ist drinnen. Die Hölzer sind so ausgeschnitten, dass die dann so zusammen reinpassen. Und mit einem Paracord-Band haben wir es dann richtig festgemacht. Hier, richtig spitz. Alle, zeig mal das von Weitem. Ja, genau. So. Das heißt, 4 so Spitzen und gehärtet auch noch am Feuer. Ja? Und jetzt könnt ihr euch anschauen, wie super sowas fliegt. In diese Erde da zwischen den 2 großen Bäumen, das ist so quasi das Ziel. Okay, probieren wir. Aha. Ah, noch einmal. Alles Übungssache, ja. Und dann zeige ich euch noch eine zweite Waffe. Okay, los geht's. Hopp. Boom. Fast. Noch einmal. Komm schnell. Ah.
Ja, genau, ganz wie eine Hebel halten, die nicht hinten verbeugen. So. So, ausstrecken. Ja, genau, und so gehst du. Fast. So wichtig ist, dass man nicht das hier macht, sondern hier, siehst du? Und dann hier, der Körper geht mit. Und dann kannst du das auch besser steuern, wo ich dann loslassen kann. So ähnlich wie beim Tomahawk werfen oder so. Das heißt, nicht das hier machen, sondern hier und. Boah. Schau, komm mit! Direkt in den Kopf! So Leute, jetzt möchte ich euch noch meine zweite Waffe zeigen. Jetzt schaut es mal an, das sind so Schrauben hier. Das habe ich so speziell befestigt. Das könnt ihr nochmal auf meinen Reisechannel Padman Family anschauen. Das ist eine Bola. Normalerweise kann man das aus Stein machen. Gebt sie Stein in ein Tuch oder in ein Leder, dann macht sie unten zu. Und Paracord-Band dazu oben sowieso zu machen. Ich sag's euch, das da ist eine wahnsinnige Waffe, auch in Nahkampf, ja. Wenn man damit hier irgendwie mehrere Aggressoren hat, boom, musst du fliehen oder wie auch immer. Aber vor allem ist das gedacht, um zu jagen, ja. Jetzt zeige ich euch, am besten hier so halten und ich drehe nur einmal, okay? Wow! Wow, schau, hast du gesehen, wie weit das geflogen ist? So. Ja. Leute, schaut euch das mal an. Speck, Feuer, Mathe und ich darf nichts. Das ist eine extra Prüfung für mich. So Leute, jetzt provozieren wir dich, Kleine. Wenn ich nur schlecken könnte. Aber ich könnte das jetzt gar nicht essen, weil wenn du jetzt so mehrere Tage nicht siehst, ja, und jetzt würde ich sowas Schweres essen, oder Schatzi? Das wäre, glaube ich, nichts, wäre mir wahrscheinlich schlecht, ja. Deshalb kann ich nicht, aber es ist ein Wahnsinn, wie das riecht. Das würde ich sofort, vor allem so zu Hause, wenn du es machst, oder so in der Natur, das ist was ganz anderes. Das macht viel mehr Spaß, aber ja. Leute, jetzt wäre es normalerweise am besten, um Kartoffeln reinzugeben, da ist mir ins Auge gegangen. Und zwar, ich habe letztens so gemacht, ich habe Kartoffeln halbiert und dazwischen habe ich so eine dickere Schicht Speck reingegeben, zugemacht in die Alufolie und dann einfach reingeschmissen. Und ich sag's euch, das ist ein Wahnsinn, diese Kartoffel, dieses Fett, was aus dem Speck rauskommt, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und so, jetzt wäre am besten, nur was hilft mir das, die allen hier. Da schauen wir mal, David, der ist immer noch. Ich leider nichts, aber ist egal, ich halte einfach durch. Hm? Wo ist er? Das ist doch Wahnsinn. Was ist das? Was hast du gesehen? Wow, boah, in das kalte Wasser. Aber da war ich auch vor ein paar Tagen. Nur nicht so lange wie er. Der ist schon seit 20 Minuten, geht die ganze Zeit ins Wasser. Irgendwas hat er gesehen hier. Was hast du gesehen? Komm her! Geh raus aus dem kalten Wasser. Komm, komm! Komm! So Wahnsinn! Komm, raus! Raus hier! Hallo Freunde, wie geht es euch? Heute ist der große Tag, ja? Heute ist der Tag 8 und ich will nicht mehr, ehrlich gesagt. Noch bevor wir Leute aber weiter starten, sage ich euch, wie viel Gewicht ich verloren habe und so weiter und so fort. Wollte ich euch nur sagen, dass ich mein letztes Produkt, wieder im Shop hinbekommen habe. Ja? Irgendwie habe ich doch geschafft, noch einige fertigzustellen, aber die sind auch schon fast ausverkauft. Das heißt, wer noch sowas als Geschenk unter Weihnachtsbaum stellen könnte oder möchte, dann hat er jetzt noch die Gelegenheit. Diese anderen Produkte von mir, die sind alle noch genügend vorhanden. So. Leute, das heißt, heute ist der 8. Tag und ich muss euch sagen, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Gestern war ich wieder, habe ich so eine kleine Attacke, so Hungerfressattacke gehabt. Wenn da alle um mich herum essen und ich muss nur zuschauen, habe ich mir gedacht, ich mache heute noch. Heute trainiere ich auch noch, ihr seid auch noch dabei. Und dann sage ich euch noch, wie viel Kilo ich abgenommen habe, weil alle Hose fallen mir runter. Ich merke das auch so, dass ich einfach abgenommen habe. Aber ich muss euch zugeben, dass die Gelenkschmerzen verschwunden sind. Ich hatte hier in diesen zwei Gelenken hat mir wehgetan und in diesem einen.
Das ist jetzt komplett weg. Und ich muss ehrlich sagen, das Schlimmste war die ersten 3-4 Tage. Ja? Das ist auch etwas, was ich auch noch wieder wiederhole. Irgendwann im Februar, März mache ich nochmal so 3-4 Tage, sodass der Körper sich entschlackt und resettet. Was ich aber noch vorhabe, einmal in der Woche gar nichts zu essen oder nur Obst. Ja? Das heißt, dass die Maschine, das heißt in dem Fall dein Körper, einfach einmal in der Woche zur Ruhe kommt. Ja? Das heißt, ich habe auch dieses Video oder dieses Experiment nicht gemacht, um euch zu inspirieren oder euch jetzt zu sagen, du musst das auch so machen. Nein, jeder soll machen, was er will oder wie er möchte. Er soll auf seinen Körper hören. Das ist einfach mein Experiment. Wenn das jemandem gefällt und wir es ausprobieren, soll es einmal. Ja? Ich würde aber empfehlen, zuerst einmal nur 3-4 Tage. Nicht vergessen, die ersten 3 Tage musst du durchhalten. Das sind die schlimmsten, weil du hast noch Reste im Körper und der Hirn ganze Zeit zwingt dich irgendwie oder will dich dazu zwingen. Komm, iss was, sonst stirbst. Aber ich habe durchgehalten. Heute ist der 8. Tag. Ich sage so, ich könnte auch noch weiter, ich will aber nicht. Ja? Weil ich merke, ich habe schon so viel abgenommen und ich will jetzt wieder anfangen zu trainieren, so richtig. Und jetzt habe ich auch ein bisschen pausiert. Ich habe ein bisschen was gemacht, trainiert aber nur so leichte Sachen, eher mehr Yoga und so weiter. Ich wollte einfach zurück, back to basic, wie immer mein Trainer gesagt hat. Ja? Aber ich sage euch noch dann zum Schluss noch was, jetzt trainieren wir aber. Ich habe schon länger nicht am Sandsack trainiert. Jetzt mache ich ein bisschen Sandsack mit Handschuhen und mit dem Messer. Mit diesen Handschuhen trainiere ich am liebsten. Das hat mir der Frank Fuchs geschenkt, ja, weil bei ihm habe ich sehr viele Seminare gemacht. Das ist die Schule in Ludwigshafen, ja, wirklich mega guter Typ, ein Boxer. Und die Schule ist auch ein Wahnsinn, wirklich, was an die Sauberkeit angeht und alles. Er ist so wirklich, muss ich sagen, wirklich top Schule. Da habe ich immer volles Haus gehabt, aber ich mache keine Seminare mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr dazu. Und ja, jetzt Leute, so ein kurzes Training und dann bleibt es unbedingt dran. Ja? Leute, ich sag's euch, ist nicht so ohne. Jetzt habe ich, glaube ich, so richtig 2 Wochen oder mehr trainiert. Es ist auch Zeit, dass ich mit meinen Kindern wieder anfange zu trainieren. Aber so richtig, weil auch im ganzen Sommer, ich habe zwar mit denen trainiert, aber nicht so, wie ich es gerne hätte, weil ich jeden Tag einen Privatschüler da hatte. Ja? 3 Stunden Training am Tag hat mich gereicht mit diesen ganzen Verletzungen, was ich hatte. Ja? Und deshalb jetzt über Winter gebe ich Gas selber, plus mit meinen Kindern. Und ja, aber trotzdem, wenn du denkst, ich habe 8 Tage nicht gegessen und dann kann ich noch so funktionieren, finde ich gar nicht so schlecht. Aber jetzt genug von Training, ich muss wieder langsam starten und mich langsam wieder reinbegehen. Ja? Das ist sehr wichtig, nicht jetzt nach den ganzen Wochen, vor allem auch nach 8 Tagen ohne Nahrung, gleich wieder durchtrennen und sich verletzen oder so, das will ich auch nicht. So, jetzt sage ich euch Leute, wie viel Kilo ich abgenommen habe. Ich habe gestartet mit 88 Kilo, jetzt habe ich 82,3 oder so. Das heißt, ich habe so um die 6 Kilo abgenommen in 8 Tagen, ja, und das finde ich, das ist schon viel, ja, weil ich muss euch sagen, ich habe ziemlich schnelle Stoffwechsel, ja, das heißt, beim Metabolismus allgemein, bei mir geht das ziemlich schnell, ganz anders wie bei meiner Frau, ja, ich kann meine Frau was an Fasten, nicht das Wasser reichen, sie hat mehrere Wochen schon gefastet, ohne Probleme, ja, das heißt, das ist auch nicht noch einmal, man glaubt, dass man 2-3 Tage nicht isst, dass man gleich stirbt, ja, deshalb, ich würde das empfehlen,
hin und wieder sowas zu machen, aber so höchstens 3 bis 4 Tage. Ab dem 4. Tag, das ist dann schon wirklich, wo der Körper anfängt, sich zu heilen und so, ja. Oder einfach einmal in der Woche, so wie ich es jetzt vorhabe, einmal in der Woche nichts essen oder nur Obst oder Gemüse, weil das ist leicht verdaulich, ganz anders wie ein Schweinsbraten, den du mehrere Stunden verdaust. Und dann haust du noch Kuchen dazu und noch Bier und Blödsinn. Ah, da macht dein Körper schon einiges mit. Und ja, ich höre einfach auf meinen Körper, auf die Signale und so weiter. Ja. Und sobald ich wieder irgendwas spüre oder wie auch immer, dann mache ich es wieder. Ja. Mir ist das sehr wichtig, weil ich investiere gerne in meinen Körper. Mein Körper ist das, auch dein Körper, ist das wertvollste Kapital, was du oder das wertvollste überhaupt, was du besitzt. Nicht dein Auto, nicht deine Uhr, nicht deine Wohnung. Alles kannst du ersetzen. Dein Körper, deine Gesundheit kannst du nicht ersetzen. Deshalb habe ich das einfach gemacht. Vielleicht irgendwann schaffe ich auch 10 Tage oder 2 Wochen. Eigentlich hatte ich vor, mindestens 10 Tage auszuhalten. Aber dadurch, dass ich schon so viel abgenommen habe, ich will einfach nicht mehr. Ich will auch wieder anfangen zu trainieren, so richtig, wie ich es gerne hätte. Und deshalb habe ich abgebrochen. Heute noch, der letzte Tag, 8. Tag, esse ich noch nichts. Das heißt nicht, dass ich jetzt esse, heute noch nichts. Und erst am Morgen. Und da, wenn du so mehrere Tage fastest, musst du wieder langsam starten. Diese Aufbautage brauchst du wieder. Ja? Das heißt, 1 bis 2 Tage, kommt drauf an, je länger du fastest, desto mehr Aufbautage brauchst du. Das heißt, bei 8 Tagen reicht so 2 Tage wieder Suppen. Aber jetzt mixe ich auch diese Gemüse dazu und esse ich auch oder Haferflocken oder irgendetwas leicht Verdauliches, dass sich dein Magen, weil solltest du mehrere Tage oder Wochen fasten und dann würdest gleich was Schweres essen, dann landest du im Krankenhaus. Da musst du aufpassen. Ja? Und ja, ich hoffe, meine Challenge oder mein Dings hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Nicht vergessen, weil die Leute fragen schon nach, wer zu privatem Training noch kommen wird nächstes Jahr. Nächstes Jahr mache ich zum letzten Mal private Training, muss ich rechtzeitig reservieren. Weil ohne Reservationen gibt es auch keinen Platz. Wenn es dann manche glauben, dann ja, ich wollte da aber kommen, dann ist leider zu spät. Ja? Und greif noch zu in den Shop bei den Online-Kursen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und bleibt zusammen, bleibt gemeinsam. Weil das, was zurzeit jetzt passiert, auch durch die Medien und so, das ist einfach nicht normal, diese ganze Spaltung und Angriffe und so. Lasst euch Leute bitte nicht spalten. Haltet zusammen. Ciao, ciao.